So, und damit willkommen zur nächsten Folge bei Empires and Tribes. Ja, kleine Planänderung, denn ja, ihr seht ja schon, wir haben unsere gesamten Arbeitskräfte jetzt mittlerweile schon am Werk. Daher habe ich mich kurzerhand nochmal entschieden, ja, ne, unsere Wohngebäude nochmal ein bisschen abzugraden. Einfach damit wir schnell nochmal an ein paar zusätzliche Arbeitskräfte kommen. Das Ganze hier ein bisschen beschleunigt kriegen. Gucken wir nämlich mal, dass wir hier schon mal schnell vorwärts kommen. Problem ist natürlich, wir müssen das Gebäude jetzt leider Gottes alleine bauen, ne, weil wir halt keine freien Arbeiter mehr haben. Mal klippen wir das nämlich mal schnell zusammen hier. Aber ganz gut, dass wir so dicht dran sind in unserem Lagerhaus. Ne? Dann brauchen wir nicht so weit laufen. Geht ein bisschen schneller. So, ich bin immer mega gespannt, denn das ist jetzt nochmal ein neues Gebäude. Ne? Oder besser gesagt, eine andere Variante des Gebäudes, was wir schon mal hatten. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie das gleich aussieht, wenn wir das verputzen. Aber es scheint auch wieder... Nee, wobei, es hat sogar ein Steinfundament. Wir müssen eventuell noch mal gucken, noch mal ein weiteres Lagerhaus zu bauen, ne? Oder besser gesagt, unser Lagerhaus mal auszuweiten, mal zu vergrößern, abzugraden, wie man es nehmen will. Denn unsere Burschen mit dem Markhauen kommen schon wieder nicht hinterher, ne? Machen wir das mal hier fertig klöppeln. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie lange das dauern würde, wenn wir jetzt immer noch mit dem Holzhammer hier arbeiten würden, ne? Wir haben jetzt schon die beste mögliche Variante, die es gibt hier von dem Hammer. Dadurch sind wir auch ein klein bisschen schon mal schneller unterwegs. Müssen wir mal gucken. Es müssten jetzt rein theoretisch 12, 18. Ich glaube 18 Handwerker dürfen wir jetzt schon haben. Das heißt, beim nächsten Gebäude, was wir upgraden, müssten wir rein theoretisch die nächsten Gebäude mit den 20 Arbeitern freischalten können, ne? Oder 20 Handwerkern. Würde ich fast sagen, wir machen das dann ruhig mal und ja, bauen gleich noch ein weiteres Wohngebäude auf die nächste Stufe aus. Und dann haben wir nämlich auch gleich wieder ein bisschen Pensum an freien Arbeitskräften, die wir dann wieder gleich einsetzen können. Naja, drei freie Arbeiter dürfen wir dann gleich wieder haben, sobald das Gebäude jetzt fertig wird. Die können dann gleich wieder mithelfen beim Bauen. Gucken wir mal. Bin ich mal gespannt, wie das Gebäude jetzt gleich aussieht. Hm. Die letzten virtuellen Nägel reinschlagen quasi. Und fertig. Ja gut. Hat schon ein bisschen was von Hansehaus irgendwie, ne? Mehrere Eingänge, ist auch cool. Bin ich mal gespannt. Was natürlich auch ziemlich cool wäre, wenn das Gebäude noch ein bisschen eingerichtet wird mit Möbeln und so weiter. Wenn die Bewohner das erste Mal Möbel verbrauchen, ne? Also plötzlich der Warenverbrauch, die sie hier haben, wirklich Auswirkungen hat. So, und das hier werden wir dann als nächstes nochmal upgraden. Brauchen wir auch wieder 12 mal Lehm. So, Holz haben wir gerade wieder neues bekommen, wie wir gesehen haben. Das ist schon mal cool. Und ironischerweise haben wir auch gerade wieder neue Werkzeuge wieder ins Inventar gelegt bekommen. So, gucken wir gleich mal. Handel. Auch wieder Messer bekommen? Nee. Ah doch, haben wir auch wieder. Das ist im Moment noch ein bisschen merkwürdig, ne? Dass wir hier die ganze Zeit ja, die Werkzeuge wieder ins Inventar gespawnt bekommen. So, Getreide haben wir leider keins. So, und sucht dringend nach Möglichkeiten, die Tafel zu püren. 161 Pfennig für 7 Tonnen Lebensmittel. Ja, das nehmen wir mal an.
Dann haben wir schon über 4000 Pfennige wieder. So, was haben wir denn hier Schönes? Verstärkten Hammer für 32. Nee, den kann man nicht brauchen. Gegenteil, wir können sogar noch Sachen verkaufen. So. Tja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage eigentlich. Wir haben eine Sense, eigentlich bräuchten wir die Sichel gar nicht. Gucken wir auch gleich, dass wir die Pfeile mal wieder einlagern. Alles, was unnötiges Gewicht hat, gleich wieder raus aus dem Inventar. So. Das brauchen wir nämlich erstmal nicht. Ja, den Rest können wir, denke ich, so lassen. Was wir machen könnten, wir können die Steinaxt verkaufen, ne? Die brauchen wir nicht mehr. Das hat sich mittlerweile erledigt. Dadurch, dass wir jetzt die Kupferaxt haben, brauchen wir natürlich die Steinaxt. Ja. Und dann gucken wir mal. Wollen wir nämlich die auch gleich verkaufen? Einfache Steinaxt. Und weg dafür. Hat mich auch ein bisschen besser Geld gebracht, ne? Sollte man immer nicht unterschätzen. So, und dann schauen wir mal. Was brauchen wir jetzt hier noch? 20 mal Holz. 20 mal Holz brauchen wir. So, schneppen wir schnell mal hin. So. Wird relativ eng hier mittlerweile, ne? Wenn wir dann die anderen Gebäude daneben an auch noch ausgebaut haben. Dann wird das hier schon ziemlich zugebaut, muss man gestehen. So, 5 Baumstämme noch und dann können wir loslegen. So. Teilen wir hier noch 3 Arbeiter ein, damit es ein bisschen schneller geht. Auch wieder ein Haus mit Steinverkleidung unten, ne? Geil. Und ein richtiges Fundament sogar. Das ist schon ziemlich cool. Dann haben wir schon 42 Einwohner. Wie gesagt, sobald das Gebäude jetzt fertig wird, müssten wir eigentlich auch die nächsten Gebäude freigeschaltet bekommen, ne? Unter anderem die Kupfermine. Da bin ich halt auch mega gespannt drauf. Oh. Ja, wie gesagt, die nächsten Gebäude, die wir ausbauen werden, sind sowohl unser Rathaus, als auch dann demnächst mal unser Lagerhaus nochmal, ne? Damit wir ein paar zusätzliche Träger kriegen. So, ich würde aber tatsächlich sagen, wir fangen mit dem Rathaus an. Denn ich kann mich da auch irren, aber ich würde mal vermuten, dadurch, dass beim Rathaus 4 Träger angestellt sind, dass sich da auch nochmal die Zahl erhöht, ne? Mit der nächsten Ausbaustufe des Rathauses. Muss man uns dann gleich mal angucken. So, Dachstuhl noch fertigstellen. Ja. Gut, dass wir kriegen ein bisschen Fortschritt dazu, weil unsere Arbeitskräfte noch mithelfen. So, und? Neue Gebäude? Jawohl. Oh, sogar ein neuer Stadtstatus. Geil. Damit sind wir ein Markgrafensitz. Cool. So, dann gucken wir gleich mal, was wir jetzt an Gebäuden dazu bekommen haben. So, jetzt können wir die Brauerei schon mal bauen, ne? Für eure Einwohner ist dies der ideale Ort, um sich vom Tag zu erholen, den neuesten Gerüchten zu lauschen und 1-2 Humpen zu trinken. Muss an der Straße errichtet werden. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wir dafür vielleicht Getreide brauchen. Da werden wir bestimmt Getreide für brauchen. Und es kostet uns auch wieder Dingsbums, ne? Hm. Der Einzugsbereich ist natürlich auch nicht so ideal, ne? Bauen wir mal hier hinten hin. Kostet wieder 10 Gold Unterhalt. Den müssen wir natürlich erstmal wieder aufbringen. Aber dann haben wir zumindest schon mal eine schöne kleine Dingsbums, ne?
eine schöne kleine Taverne in unserer Stadt. So, was braucht man dafür jetzt alle? 9-mal Lehm braucht man auf jeden Fall. Und 18 Steine. So, 9-mal Lehm. So, tja, mit Steinen wird natürlich ein bisschen schwierig, ne? Müssen wir bald schon wieder neue holen. So, dann sind es noch 15 Steine. Ja, das ist halt das Einzige, was wir halt manuell ranschaffen müssen, ne? Die Steine. Hm? 5 Steine, 18 Holz. Ja, gucken wir mal. Mit Steine, 18 Holz. Dann wird es demnächst dann mal Zeit, dass wir unseren Steinbruch zumindest schon mal bauen, ne? Oh, 5 Steine waren es, glaube ich, ne? Ah. Ah ja, genau. So, 16 mal Holz. Dann werden wir im Anschluss die Arbeiter ranholen. Das ist schon ziemlich geil, ne? Die meisten Gebäude sind dann schon aus Stein. Dürfte natürlich in einem Fall von einem Brand dann auch wieder für uns zum Guten kommen. So. Oh, 6-mal noch. 6-mal Holz. Dann schicken wir wieder unsere Arbeitskräfte rein. Dann kann es losgehen. So, 2-mal Holz. Ja. Ja, so wirklich viel Holz haben wir auch schon nicht mehr, ne? Müssen wir jetzt abwarten, bis die nächste Ladung kommt. So, wir haben 6 freie Arbeiter. Ja, dann könnt ihr gleich auch alle mal loslegen, ne? So, dann legen wir mal los. Wird wieder etwas größeres Gebäude. Ich bin mal gespannt, ob wir das Gebäude, die Taverne hier auch 3-mal ausbauen können, ne? Dürfte interessant werden. Wir haben ja in der Vorschau schon gesehen und man sieht es ja auch schon am Baugerüst hier, dass es ein etwas größeres Gebäude wird, ne? Bin schon mal mega gespannt. Und vor allen Dingen auch, ob meine Vermutung gerechtfertigt ist, ob wir hier wirklich, in einer Stunde ist die Gerichtsverhandlung. Bin ich mega gespannt, ob wir wirklich Getreide irgendwie für Bier brauchen. Da bin ich gespannt drauf. Ich hoffe mal, wir bekommen das die Taverne vorher noch fertig, ne? Bevor die Gerichtsverhandlung beginnt. Aber ich glaube, den Rest müssen unsere Leutchen hier alleine machen. Ich glaube, das wird nicht reichen. Ja, wir müssen uns gleich wieder... müssen uns gleich schon auf den Weg machen zur Gerichtsverhandlung. Schaffen wir nicht ganz, das komplett fertig zu bauen, oder? Ja, gut. Den Rest schaffen unsere Leute auch alleine. So. So. Der Bursche scheint ja unschuldig zu sein hier, ne? So, sehr geehrte Ratsmitglieder, hiermit erkläre ich die heutige Gerichtsverhandlung für eröffnet. Josef Tockler, ich lege euch folgendes Verbrechen zur Last. Ihr habt vergangene Woche Werkzeuge aus der Holzfällerhütte gestohlen. So, ich stehe zu Unrecht hier. Ich habe dem Verbrechen nicht oder mit dem Verbrechen nichts zu tun. Aber wir haben ja die Beweise gesammelt, ne? So, Beweise vorlegen, auf unschuldig plädieren. So, in der Tat, die Beweislast sieht ganz danach aus, dass der Angeklagte unschuldig ist. So. Bin ich mal gespannt, ob sie auch dafür plädieren, ne? Bin nicht schuldig plädieren. So. Haben wir auch mal ein Gerichtsverfahren, wo tatsächlich mal jemand nichts gemacht hat, ne? Okay, die plädieren für schuldig. Das ist aber interessant. So, jetzt kommt es auf den letzten drauf an, ne? Auch für unschuldig. Hat auch nochmal Schweine gehabt. Aber der scheint, der Angeklagte scheint hier ein paar Freunde zu haben im Dorf, ne?
Also ironisch gemeint, logischerweise. Nur damit ist der Angeklagte unschuldig und konnte entlassen werden. So, gerechtes Urteil. Dann frei. So, dann können wir uns unser Wirtshaus auch mal anschauen. Ne? Wirtshaus ist fertig. Naja, sieht doch geil aus. Sieht sogar ziemlich geil aus, möchte ich mal behaupten. Cool. Klein, aber fein, möchte ich mal meinen. Oben haben wir auch noch ein paar Sitzgelegenheiten. Cool. So, jetzt natürlich die große Frage, brauchen wir hier irgendwas? Aber brauchen wir gar nicht, ne? So, nächste Ausbaustufe wäre mit Bürgern. Okay. Können wir also die Taverne zum Wirtshaus ausbauen. So, treffen sich zu später Stunde die Handwerker, Bauern und Bürger der Stadt, um den Tag mit dem einen oder anderen Bier ausklingen zu lassen. Tja, da wir aber kein Verbraucher an Bier haben, scheinen wir hier nichts weiter zu brauchen. Ne? Gehen einfach nur hier rein und gehen dann so ein bisschen ihrem entspannten, wohlverdienten Feierabend nach. Ne? So, dann müssen wir mal gucken. Ich würde fast sagen, das nächste Gebäude, was wir in Angriff nehmen, ist ruhig schon mal die Steinmine. Da müssen wir nicht immer per Hand alles abbauen, sondern können jetzt auch ein bisschen nebenbei schon mal machen. Oh, ein Kloster ist das, aha. In den ehrwürdigen Hallen des Klosters schreiben, kopieren und forschen die beheimateten Mönche und mehreren so den Wissensstand. Ein Kloster ist das. Aber ist ganz schön teuer, ne? Minus 20 Unterhalt. Das werden wir uns erstmal nochmal so ein bisschen sparen. So, dann müssen wir mal gucken. Bei Minen war das, ne? So, Steinbruch. Aber da braucht man nicht so viel. Kostet auch nicht so dolle viel. So, Problem an der Sache ist natürlich, ich würde es eigentlich ganz gerne an der Straße haben. Wäre eigentlich nicht so schlecht. So, na gucken wir mal, ob wir die Mine hier dran setzen können. So, müssen wir nochmal überlegen. Shift und Y war das, glaube ich. Steuerung und Y? Nee. Ah, okay. Jetzt können wir aber so positionieren. Ich verstehe. Lässt sich gar nicht anders positionieren. Naja, gut, dann müssen wir es so bauen. Dann müssen wir es leider so bauen. Ja. Legen wir hier nämlich auch nochmal eine Straße, so dann ist das einwandfrei verbunden. So, dann gucken wir gleich mal, dass wir da auch wieder die Materialien hinschmeißen. Müssen wir jetzt bloß mal gucken, wo das war. Und mal ganz kurz ein bisschen orientieren. Hinten irgendwo, ne? Ah ja, hier. Da haben wir hier den Steinbruch schon mal. So, was braucht man dafür jetzt? Hier, achso, brauchen wir gar nichts für? Oh, interessant. Wurde direkt abgezogen, wie es aussieht, ne? So, zwei Arbeiter reingesteckt. Wunderbar. Auch nicht schlecht. Braucht man die Mine gar nicht selber bauen. Können wir mal angucken, wie die aussieht. Hm. Ich springe hier vorsichtshalber mal nicht rein, weil ich nicht weiß, ob wir auch wieder rauskommen, ne? Aber dann haben wir jetzt schon mal eine Steinmine. Schon mal sehr gut. Dann werden wir nämlich als nächstes wieder mal ein paar Steine organisieren. Und wie gesagt, die nächsten Gebäude gleich wieder upgraden. So, wir müssen auch mal gucken. Unser Gebäude hier hinten war noch nicht fertig, ne? Oh, wobei... Oh. Die Tischlerei ist doch schon fertig. Okay. So.
Interessant. Dann würde ich fast sagen, wir setzen auch schon nochmal einen zweiten rein. Da produzieren wir nämlich ein bisschen mehr. Und dann gucken wir auch nochmal schnell hier zum... zur Töpferei. Die hatten wir, glaube ich, auch bloß einen drin, ne? Oder hatten wir hier schon zwei reingesetzt? Ah, nee, hier waren schon zwei. Gut. Und dann produzieren wir nämlich eine Tonne zumindest schon mal, ne? So, dann wird die nächste Aufgabe dann auf jeden Fall sein, weitere Wohngebäude auszubauen. Damit wir wieder freie Arbeiter kriegen. Und die dann beispielsweise wieder in die Tonverarbeitung und in die Möbelproduktion stecken können. Das allerdings in der nächsten Folge, meine Freunde. Denn meine Uhr sagt mir gerade wieder, wir sind bei 20 Minuten. Ja, haben wir in dieser Folge eigentlich ganz viel geschafft. Wir haben auf jeden Fall wieder eine ganze Reihe an neuer Infrastruktur gebaut. Und vor allen Dingen eine neue Ressourcenquelle erschlossen mit unserer Steinmine. Ne? Würde ich sagen, gerne wieder fleißig ein Däumchen lassen. Gerne auch ein Abo lassen, solltet ihr das erstmal auf meinem Channel sein, um hier keine neuen coolen Projekte zu verpassen. Und dann sehen wir uns schon sehr bald in der nächsten Folge hier bei Empires und Tribes. Bis dahin, bleibt schön gesund und ciao, ciao.